Weil ich finde auch, dass der beste Saurierkampf im Jurassic-Universum immer noch Spinosaurus gegen T-Rex ist, weil der sich sehr echt anfühlt. Aber nachdem wir Jurassic World 1 bekommen haben, wo der Velociraptor auf dem T-Rex rumhüpft und die sich so stapeln und dann greifen sie den Dominus Rex an, seitdem erwarte ich da doch wirklich keinen extremen Realismus mehr, oder? Das ist ja auch vollkommen okay. Die haben sich dazu entschieden, das so darzustellen. Rexy kann den Giga nicht alleine besiegen. Das wäre auch wieder Quatsch gewesen. Die ist ja schon viel zu alt. Aber man hätte wirklich sagen können, okay, wir brüsten uns gerade wirklich damit, dass das das große Finale ist. Wir bringen alle alten Bekannten wieder. Man hätte einfach den Spinosaurus nochmal holen können. Du hättest ja die Szene mit dem Terizinosaurus trotzdem drin lassen können. Wie er da blind Claire hinterherjagt. Das war eine geile Szene. Aber nochmal am Endkampf, wo er einfach dann dasteht und sich dann dazu entscheidet, ich kämpfe jetzt gegen den, weil der einfach der Böse ist. Auch hier in der ersten Animation, im ersten alternativen Ende, wo sich dann der Spino und der T-Rex beide in die Augen gucken und so zunicken nach dem Motto, jetzt gehen wir auf den los. Das ist mir wieder zu vermenschlicht. Das ist mir wieder zu vermenschlicht einfach. Mal gucken, was wir bei Nummer 3 zu bieten bekommen. Nee, geboten bekommen. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Auch diesen Kanal könnt ihr sehr gerne abonnieren, wenn euch der Content gefällt. Aber nur, wenn ihr auch mich abonniert habt. Sonst nicht. Boah, stellt euch einfach mal vor, ich hätte so ein Intro einfach mit anderen Kaiju-Verse. Das ist das geilste Intro von diesen animierten Dingern bis jetzt. Wie unfassbar cool das wäre. Naja. Wer nichts kann, der kann aber halt nichts, ne? Okay, drittes Szenario. Was war denn das jetzt gerade gewesen? Also das Laufen ist sehr, sehr smooth. Achtung. Ah, das war ja gerade geil. Na gut. Ah. Also wir haben diesmal wieder den Terry mit dabei gegen den Giga. Wie wir es auch aus dem Film kennen. Und der Giga ist hier blind geworden. Er ist erblindet durch den Angriff vom Terizinosaurus. Krass. Boah, das ist aber auch schon sehr... Also... Ist das einfach nur das, was wir eben in der Zeichentrick-Variante gesehen haben, nur animiert? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Doch. Ja, tatsächlich. Das ist das, was wir eben gerade als Zeichentrick gesehen haben, nochmal animiert umgesetzt. Aber cool. Mit mehr Details. Auch die Animation ist eigentlich ganz geil gemacht, ne? Dafür, dass es ein Fanfilm ist. Sehr episch. Mal gucken, ob hier noch irgendwas abgewandelt wurde und ob wir jetzt hier wirklich einfach nur 1:1 Umsetzung haben. Jetzt durchbricht der Spinosaurus natürlich das Logo. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Wenn man so als kleiner Schubser gegen Rexy irgendwie. Das ist ja wie in einem Rap-Video. Die Animation ist super schnell und super flüssig. Wie krass.
Ja, doch, es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr stark angelehnt an das, was wir eben gerade gesehen haben, ne? An diese Zeichentrick-Variante. Jetzt lass nur Rex, die gegen ihn kämpfen. Jetzt, wo der auch schon verwundet ist, würde es vielleicht auch mehr Sinn ergeben. Na okay. Oh. Sehr viel geiler, ja, das ist echt cool. Es ist halt wirklich schwer, ne? Sobald du einen Kampf... Wenn jetzt noch so eine Mücke angeflogen kommt und den nochmal sticht, dann wäre das voll der böse Cliffhanger für Jurassic World Dominion gewesen. Die Musik ist schon sehr geil. Okay, wir bekommen anscheinend doch noch ein ganz anderes Ende jetzt hier. Was kommt jetzt noch? Wir bekommen jetzt, ich sag's voraus, das Ende, was ich mir gewünscht hätte, dass Rex jetzt wirklich den Heldentod stirbt und den Kampf. Oh, ist das fies. Oh, ist das gemein. Die Animation war nicht so ganz geil in dem. Das wäre aber auch schon heftig gewesen. Das war auf jeden Fall, war das nicht übel. Emotionen einfach mal. Emotionen ist auch so eine Sache, das Überbelichtete ist gleich weg. So eine Sache, Emotionen habe ich in Jurassic World Dominion wenig gehabt, eigentlich gar keine. Das wäre ein Ende gewesen. Ich habe mal ein Video drüber gemacht, wo ich noch gesagt habe, dass es Sinn macht, oder das Video hieß, glaube ich, darum muss Rexy in Jurassic World Dominion sterben. Und da habe ich auch genau das gesagt, dass Rexy den Kampf gegen den Giganotosaurus am Ende gewinnen wird. Und dann aber anhand der Verletzung sterben wird. Das ist hier passiert. Finde ich sehr gut. Und jetzt sehe ich hier auch gerade, Moment, jetzt habe ich das Bild schon wieder umgeswitcht. Ach Mann. Ja, wo man nämlich sieht, dass das, was wir davor gesehen haben, war einfach nur das Konzept für das, was wir jetzt danach gesehen haben. Ich fand es aber schade, dass sie Alan Grant nicht mehr eingefügt haben. Wahrscheinlich, weil sie nicht wussten, wie sie menschliche Figuren animieren sollten. Dass der Kampf, der Mittelteil von dieser gezeichneten Variante, die wir jetzt hier nochmal sehen, auch mit Dr. Alan Grants Blick auf Rexy, wo er dann auch so grinst und weiß, okay, jetzt gibt's hier richtig Saures. Das habe ich geliebt, aber das Ende vom letzten Animationsfilm, das beides zusammen, wäre doch so ein geiles Ende gewesen. Und da kommt am Ende die Musik mit dem Abspann bei Jurassic World Dominion. Das wären einfach doch Gefühle gewesen, die auch für ein Finale würdig wären einfach. Das ist, ach Mann. Ich weiß, man soll nicht immer rummeckern über alles und dieses Ganze, mach's mal besser, natürlich. Im Nachhinein ist immer alles leicht besser zu machen, aber ich sehe jetzt hier halt... Und du hast so oft bei aktuellen Filmen, dass Fantheorien und Fangedanken besser sind als das Endergebnis.
Vom Regisseur. Das war auf jeden Fall genau das.